Ja, das war natürlich auch wieder dieses rein in die Flamme. Also, ich bin heute total geredet. Mir sieht das hier aus, richtig wie ein Pilz unterm Sofa. Überall liegt Papier. Wegen den ganzen Skype-Lessons liegt hier alles rum. Ja, ich würde mal sagen, wir legen trotzdem los. Oh mein Gott! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Wir machen heute wieder eine Analyse zu DSDS. Es kommt gerade bombastisch bei euch an. Ja, heute schauen wir uns mal wieder die Lydia an. Wir haben bis jetzt 3 oder 4 DSDS-Analysen bereits hinter uns. Schaut doch mal hier rein. Das sind all die 4. Chiara haben wir, Lydia und Lorna mit Fighter. Dann haben wir noch von einer älteren Staffel was. Und ja, heute schauen wir uns mal eins ihrer auf. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevyvocalstudio.com. Also nochmal bis hierhin. Auf jeden Fall, ja, also starker Einstieg. Sehr tolles, sehr, sehr toller Stimmansatz. Sehr klar, sehr kraftvoll ausgesungen. Schönes Bruststimmregister. Tolle Bühnenkulisse auch. Und ich finde natürlich, sie polarisiert. Ne? Also ich habe mir jetzt die anderen Videos angeschaut von den anderen DSDS-Kandidaten. Auch in meinem Land ist es nicht mehr erreichbar, keine Ahnung, also nicht mehr verfügbar. Tut mir echt leid, weiß ich nicht warum. Vor ein paar Tagen war es noch, jetzt nicht mehr. Aber von allen anderen finde ich sie am stärksten von diesem ganzen Show-Auftritt. Weil sie, also alleine nur von dieser ganzen Kulisse, sie traut sich auch was. Darum geht es ja auch im Entertainment-Bereich, ne? Dass man als Künstler in der Lage ist, sich auch was zu trauen und auch Akzente zu setzen, Facetten zu zeigen und auch einfach künstlerisch zu sein. Und da hat sie auch I hear your voice, auch wieder Drop in Larynx, Drop im Kehlkopf, I hear your voice. Das sind natürlich diese interessanten Akzente, ne? Also da habt ihr auch diesen kleinen Schlenker mit gehört, ne? Sehr interessant. It's like an angel, it's like an... Und da hat sie wieder den Kehlkopf so ein bisschen hochgezogen. Nicht so doll, wie ich das jetzt mache, weil ich demonstriere euch das nur. Ich singe das jetzt nicht genauso. Aber dieser Wechsel von mit dem Kehlkopf arbeiten, um einfach so eine andere Farben zu kreieren, das ist halt hochinteressant. Und viele Sänger machen das unbewusst. Und viele Sänger machen das auch durch Imitation. Beispielsweise, wenn sie halt diesen Britney Spears Baby Sound kreieren wollen. Oder wenn sie singen doch mal jetzt so ein bisschen mehr bluesig und dann automatisch halt, ne? Flying. Was sie ab und zu so macht, das habe ich, also was ich jetzt so raushöre, ist, dass sie so einen Luftausstoß hat mit einem H. Flying. Also ich übertreibe es jetzt natürlich so ein bisschen, aber was man bei einigen Sängern eben halt raushört, ist, dass wenn sie so eine Strophe singen, dass sie halt mitten in der Strophe einen Stopp haben und dann die Stimme nochmal ansetzen muss. Da ist so ein Luftausstoß, dann schließen sich erst die Stimmen. Flying. Und da ist sie einfach in einen anderen Vokal gegangen. Flying, flying. Und du willst halt nicht auf flying gehen. Flying, flying, flying. Lass uns dann mal weiterschauen. Schönes Riff hier bei Eis. Thank you.
Ja, bei dem Take war da so ein ganz kleiner Jodel gerade jetzt dabei, ne? Das kann zwei Gründe haben. Erstmal, da ist einfach zu viel Luft. Zweitens ist ein Überdruck auf den Stimmbändern. Also wenn da einfach zu viel Druck auf den Stimmbändern ist, dann bricht es einfach ab. Verschiedene Gründe, warum das sein kann. Also erstens, es kann einfach ein zu großer Druck sein auf den Stimmbändern. Zum Beispiel, wenn du beltest, weil du eine sehr intensive Tonproduktion hast, kann es sein, dass die Stimmbänder einfach dann platzen. Dann kommt dieses Jodeln, nicht platzen, aber auch durch diesen Druck löst sich dann irgendwann der Druck, weil sie das nicht mehr standhalten können. Dann, weil dort ein Unterdruck ist an Luft, ne? Und die Luft muss ja irgendwo durch und dadurch kommt es, das wäre jetzt bei ihr der Fall, dadurch, dass sie sich bewegt, dass sie viel mehr einatmet, da ist einfach viel mehr Luft dazwischen und dann entsteht einfach so ein Unterdruck und dann bricht es dann. Ne? Was mir natürlich häufig auffällt, was natürlich sehr schwer ist, ist natürlich sich bewegen und stabil bleiben beim Singen. Ne? Dass man eben nicht zittert, dass man eben nicht so einen Abbruch hat, dass man nicht so schnaufen muss oder so. Aber man kann bei solchen Sachen dem nur entgegenwirken, wenn man tatsächlich auch Übung macht. Also es nützt, man muss halt einfach jeden Tag, also wenn man weiß, man spielt jetzt ein Konzert und muss irgendwie für 2 Stunden fit auf der Bühne sein, dann ist das gut, wenn man Sport macht. Ne? Und aber auch ganz bestimmten Sport. Dazu habe ich hier ein Buch, und zwar Complete Vocal Fitness. Und da geht es wirklich um die Physik der Sänger. Ne? Und wie man da eben die richtig großen Muskeln unterstützen kann. Also genau die Muskeln, die du eigentlich beim Singen brauchst, wenn du dich bewegst, wenn du dann tanzt gleichzeitig. Weil das ist immer noch anders. Also verwechsel nicht Boxen, was wirklich entgegenwirkt beim Singen. Dieter scheint nicht so interessiert zu sein. Aber sie ist klasse, also ich mag sie, sie ist gut. Und sie ist auch interessant. Ja, das war natürlich auch wieder dieses rein in die Flamme. Also sie ist da schon sehr individuell und ich von all den anderen. Ich meine, das gehört eben auch zum Gesang dazu, dass man individuell ist. Nicht nur stimmlich oder äußerlich, sondern auch vom Gesamtkonzept und Paket. Ne? Yeah. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein kleiner hauchiger Ansatz. Just take you there, no voice can break me here. Ich übertreibe jetzt natürlich total. Ich übertreibe immer, wenn ich diese Demonstration mache, weil ich sie einfach veranschaulichen will. Weil ich glaube, ihr habt nichts davon, wenn ich das 1:1 nachsinge. Das bringt ja nichts, weil dann würdet ihr es ja nicht raushören. Also, jetzt kommen wir halt in eine andere dynamische Stimmung. Und um halt eine andere Stimmung zu kreieren, ist da jetzt so ein bisschen mehr dieses Your voice can take me there, just like it used to be. Und das ist halt so ein bisschen dieses Schnalzen, dieses Luft noch dazwischen. Your voice can take me there. Da, hey, oh. Das ist halt so ein Offset mit Luft und da geht einfach Luft nochmal raus. So, sorry, jetzt habe ich gerade so viel Luft drin. Ich bin heute auch total geredet. So, weiter geht's. Letztlich ist es die ganze Zeit nur eine klare Bruststimme, was wir jetzt hier haben. Also es ist halt nicht Listen, Beyoncé, wo da so viele Sachen passieren, Staccato und Growling, da war jetzt gerade ein Growler. Aber grundsätzlich ist es ganz klarer, tonaler, ganz klare Stimmansätze, ganz klar alles ausgesungen, Bruststimme. Ich übertreibe natürlich wieder. Das sind ja alles keine Laute, die ich ja auch im Mankes. Also, ein bisschen hier, ein bisschen Twang auch dazwischen. Ein bisschen Zunge weiter hinten. Nasal Sounds. Sorry, ich muss aber. Ich meine, sie macht das ja nicht so, ne? Aber das ist halt so dieser Sound. Super Rap! Klasse! Ja, der Rap war super jetzt am Ende. Also, ich finde, ich habe die Version. Also,
ist ja natürlich ein cool Song, aber so wie sie das gemacht hat, fand ich es interessant, auch von diesem ganzen Bühnenbild und so. Bei manchen Songs kann man tatsächlich nicht so viel rausholen. Da muss man schon echt kreativ sein. Da muss man immer fragen, könnte ich da jetzt vielleicht nochmal andere stimmliche Facetten einsetzen, wie jetzt eben so ein Growling, wie jetzt vielleicht mal so ein paar bluesige Akzente, ein paar Staccato, könnte ich vielleicht die Melodie nochmal verändern? Darf ich das überhaupt innerhalb so einer Show? Ja, meine Lieben, wir machen mal bis hierhin. Jetzt kam auch leider nichts Interessantes mehr von der Jury. Liebe Grüße aus Singapur, passt bitte auf euch auf und stay safe, stay home. Wir sind auch zu Hause die ganze Zeit und ja, ich drücke euch ganz doll aus der Ferne zurück in meine Heimat. So, muah.